Eine Femtolasik habe ich gehabt, weil ich kurzsichtig war. Meine Dioptrie war 2,5, 2,25 circa. Ja, es hat mich halt gestört, wenn ich in der Schule war, musste ich eine Brille tragen. Und ich bin ehrlich, ich mochte keine Brillen. Wenn ich draußen war, habe ich nichts gesehen. Und ich muss immer urnah hingehen, dass ich wirklich irgendwas sehen kann. Also auch allgemein einfach dann zu Hause immer die Brille. Wenn man irgendwo hingegangen ist, musste man Brille mitnehmen. Wenn ich nach Boston gefahren bin, immer diese Angst, oh mein Gott, habe ich die Brille vergessen. Und ja, und es war einfach immer anstrengend, egal wo man hingegangen ist, immer denken. Und ja. Das war eigentlich für mich ganz normal. Ich hatte keine Angst, ich war nicht nervös, ich war eigentlich sehr glücklich. Als ich hergekommen bin, waren alle ganz freundlich und man hat erstmal alles kontrolliert, die Augen, alles angeschaut und mich informiert, mir einen Infozettel gegeben und dann erklärt, was ich die nächsten paar Wochen aufpassen muss. Ganz kurz vor dem Eingriff war ich schon ein bisschen nervös, aber dann ist halt der Doktor gekommen, hat die Hand geschüttelt, hat einem alles gezeigt. Dann ging es auch wieder, das war dann ganz wieder ganz chillig, normal alles. Und während der OP hatte ich eigentlich gar keine Angst. Der Herr Doktor hat auch erklärt, was er macht. Und hat dann auch immer gesagt, jetzt kommt das. Auch beim Laser dann gesagt, es dauert nur noch so viele Sekunden. Und eigentlich dann gleich nach der OP habe ich dann die Uhr und alles wieder gesehen, was ich vor der OP nicht gesehen habe. Und danach sind wir halt auch wieder schauen gegangen, wie viel ich jetzt sehe. Und ich konnte eigentlich eh schon nach der OP wieder 100% sehen. Und ich bin dann auch ganz glücklich rausgekommen und habe Mama und Papa das auch gesagt. Und ja, und der Tag eigentlich war ganz okay. Ich hatte keine Schmerzen, keine Beschwerden, eigentlich gar nichts. Und dann sehen konnte ich auch, ich habe immer ein bisschen so zwischendurch gelinst, um zu schauen, wie sie es wieder sehen zu können. Ja, ich würde es immer jedem weiterempfehlen. Also ich bin überglücklich und ich würde es auch immer wieder machen. Also das ist das schönste Gefühl, wirklich sehen zu können, ohne eine Brille zu tragen zu müssen, alles sehen zu können. Und nicht immer irgendwie die Augen zudrücken müssen oder so irgendetwas. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, das machen will, dass er es machen soll.